Schönen Tag, und willkommen zu der nächsten Folge von Clash of Clans Sieger im Jahrgang. Und heute geht es wieder darum, dass ich erstmal sagen würde, dass ich die letzten Tage keine Videos kam. Da habe ich euch schon dass mein Computer nicht wirklich in einer Topform war. Es wird aber wieder ist. Und deswegen kommt auch heute wieder Hero Zero. Ich versuche jetzt immer am Tag zwei Videos zu bringen. Ich habe jetzt wieder einen neuen Zeitplan eingeordnet, der davor nicht der toll war, dass ich wirklich nicht dran sein könnte. Ich habe schon wieder einen neuen Clan, Leute. Es ist zum Spucken. Es ist zum Spucken. Ich darf nie einen kleinen Krieg mitmachen. Es ist echt zum Spucken. Jedenfalls ist es aber trotzdem noch so, dass wir hier das angegebene Material an Sachen bald fertig haben, um diese nette Sache abzugraden. Und natürlich unsere netten Lakaien habe ich jetzt auch zwei gestartet, hatte genug Dunkles dafür und deswegen haben wir es so gemacht. Also, wir werden heute mit den reingreifen zum letzten Mal, bevor wir das Rad starten werden. Dann werde ich jetzt mal 4000 an beiden Sachen sparen. Und also 4,1 Millionen auf beiden Sachen sparen. Und dann werde ich natürlich auch. Oh Mist, werde ich also auf die beiden Sachen sparen. Oh, gerade hat was vibriert. Werde ich auf die beiden Sachen sparen. Und dann später auch die guten Sachen zu bauen. Gucken wir mal, was das auf Rathaus 8 gibt. Ich weiß nur ein paar Sachen. In der Verteidigung, gucken wir mal. Infernus ist auf 9, also auf 8 gibt es das Skelett, das kostet 6000 Münzen. Das kostet 6000 Münzen, was sollen das für ein Mist? So, hier weiß ich, was kommt, nämlich nicht die Queen, nämlich die Fabrik für dunkle Zauber. Ja, Leute, dann geht's mit den Zaubern los. Dann können wir auch endlich bei den ganzen Sachen anfangen, die wir schon machen wollten. Und ich freue mich auch schon auf die Queen, wenn wir Rathaus Level 9 sind. Der Günther wird richtig was zu spielen haben mit ihr. Ach du Heilige. Oh. Die Schweine werden schon mal vorbereitet für den Eventangriff, der noch kommen wird. Alter, ich freue mich so. Diesen Sonntag ist es endlich soweit. Es werden die neuen Serien ausgepackt mit Minecraft-Rennen. Also im Donnerstag kaufe ich ja erst Ding, Entschuldigung, so ungefähr Sonntag werden die neuen Serien aufgemacht mit Minecraft, wenn es geht. Leute gehen aber. Mit Minecraft. Ich werde zwei Projekte machen, einmal auf der PS4 und einmal auf der PS3. Und Minecraft Heft wird natürlich weitergeführt, aber dann der zweite Teil natürlich. Und natürlich kommt dann auch wieder Battlefield Hardline wird kommen, natürlich. Ein paar gute Runden wieder mit allen guten alten Freund Dominik. Den werden wir auch wieder ein paar Runden spielen. GTA wird kommen. Was wird noch kommen? FIFA wird kommen. Ein paar Pack-Openings. Was wird noch kommen? Also, soweit weiß ich nichts mehr. Aber natürlich wird Clash of Clans weiterhin kommen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich mir eine Capture-Card, Blue-Stick-Player kaufen werde für meinen PC dann. Dann werden wir nämlich professionell Clash of Clans machen. Diesen Let's Play, nämlich die Golden Era, wird das einzige sein. Auch wenn wir hier neu anfangen würden, das wird mit in den Folgen sein. Das wird immer sein. Auch wenn ich am Ende 800 Folgen oder so habe, ich werde immer weitermachen damit. Auch wenn es mein längstes Let's Play wird. Tja, das ist dann so. Hero Zero wird natürlich auch weitergemacht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es wird nur ein paar Folgen weniger gehen. Oh, ich freue mich schon darauf, Leute. Ich muss euch noch abstimmen lassen über eine Sache, nämlich wie soll. Ist das Ding drin? Ist das Ding drin? Ich sehe doch hier oben. Oh Mist. Da oben sieht es. Also,
über euch abstimmen lassen. Wie soll der Soldat heißen, den ich bei Hardline spielen werde? Ich bin natürlich, habe schon mal angefangen damit zu spielen. Und so weiter. Aber wir werden den Prestige-Modus dann anspielen. Und dann darf ich euch jetzt drei Namensvorschläge sagen, wie der Soldat heißen wird. Der wird nämlich die Karriere des heißen. Und dann immer Folge damit. Einmal. Die Karriere des Reshma. Es wird immer was mit Reshma drin. Deswegen nehme ich wegen Fußballspieler, da ist Karashma und den finde ich richtig cool den Namen. Außerdem haben wir auch noch einen anderen Namen übrig. Nämlich eher so was Schwedisches, nämlich Dolfkopf. Nein, nein, natürlich nicht. Weibelkraut. Oh nein. Webekraut. Webekraut wird natürlich nichts machen, weil das ist so ein doofer Name, ehrlich gesagt. Also es geht weiter mit einem ganz besonderen Namen, der mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Nämlich Lagerschma. Oder Lakretschma oder so. Lakretschma, Webekraut und Lakretschma. Und Kretschma. Eben, ihr könnt euch aussuchen, was wir nehmen. Bei Minecraft ist es wieder mal die gleiche, da müsst ihr mir keinen Namen aussuchen. Aber wie gesagt, jetzt alles erzählt habe, werde ich auch einen neuen Community-Clan aufmachen. Den werde ich nämlich nicht, wie die Zuschauer nennen, nämlich. Zockzeits. Also plus Zockzeit mit einem S hinten dran. Und wir werden erstmal angreifen. Wird so ungefähr um November. Wenn ihr Interesse habt, in den Clan mitzuarbeiten oder andere Leute kennt, die in diesem Clan sein werden, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, um damit ich Bescheid weiß. Warum Zockzeit sitzt eben wegen Zockzeiten. Und das hört sich irgendwie cooler an. Und ich wollte meinen Clan nicht einfach bloß Zockzeit nennen. Das wäre zu schwül, was sag ich denn da? Troll gewesen. Da kommen die Fickfressen. Jetzt will ich erstmal die. Oh, hab ich. Oh nein, zum Glück, ey. Oh Gott, werden die weggemetzelt. Nochmal da einen drauf. Ey, ich hau mit den Wutzaubern um mich wie nichts. Los, hol dir das Ding. Genau. Gib mir den Loot. Gib mir den Loot. Gib mir den Loot. Haben wir da noch einen Hilfszauber drauf. Und dann haben wir es auch. Also, wenn. Oh, der Angriff ist ja noch gar nicht vorbei. Oh, jetzt beeil dich doch mal, Mann. Wenn wir auch gleich Abendbrot machen, wieder eine Stulle. Ich habe heute mal einen Gesundheitstag gemacht, man darf hier nicht auch nur Stulle essen, dann nicht umkippen. Das wollen wir auch nicht. Meine Mutter kriegt am Ende den Ärger und das wollen wir auch nicht. Das wollen wir nicht. Ich habe auch bald Geburtstag, das wird nice. Wir können nämlich ins Kino gucken, Animationsfilme. Ihr solltet wissen, was zu der Zeit in Animationsfilmen ist, nämlich nicht Allschitkopf, habe ich gesehen und. Autsch! Also. Ich würde sagen, ich fand ihn nicht sehr prickelnd. Aber für die Sachen, die er zeigen wollte, war er gut und ich will jetzt wieder nicht mit Kritik und so anfangen. Deswegen, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und sage ihm gleich, wenn wir wieder im Hauptmenü sind, tschüss. Was euch gefallen hat. Schmeißt den Daumen nach oben. Schmeißt den Daumen nach oben. Und habt noch einen schönen Tag. Zockt wieder am Tag. Ihr habt echt was Schönes gemacht. Ich freue mich, dass ihr so aktiv seid. So, jetzt macht bitte kaputt und dann. Das war's bis hier. Also, wie gesagt, schönen Tag. Sagt viel. Der Daumen muss hochgeworfen werden. Und ein herzliches Schüssel. Bis dann.